Sommer, Sonne, Superleistung. Bei so einem Wetter wird es doch endlich mal Zeit, die Saison zu eröffnen. Hier im Stadion an der Fürstenwalder Straße sportelt heute die LG Nord an. Wie auch in den vergangenen Jahren geht hier die Post ab, höher, schneller, weiter, alles mit dabei. Und? Also es macht Spaß und ja, es ist halt immer eine Disziplin dabei, die man vielleicht nicht so gut kann. Aber dann noch was, wo man vielleicht sehr gut ist und das gleicht halt immer so ein bisschen aus. Ja. Beim Ansporteln der LG Nord wird heute vor allem ein Fokus gesetzt, herantasten an die Leistungen der letzten Saison. Der Winter hat nämlich einiges mit sich gebracht, vielleicht ein paar neue Spikes oder eine neue Technik beim Weitsprung. Ein halbes Jahr Aufbautraining im Winter kann aber auch Leistungen explodieren lassen. Sind hier dann auch schon neue Bestleistungen zu schaffen? Bundestrainer Jan-Gerrit Keil und LG Nord-Trainerin Nadine Großkopf haben ein Auge auf junge Talente. Genau, also das Ansporteln, unser Mehrkampftag, ist immer so das erste Zeichen. Wo stehen die Athleten? Wie finden sie sich ein? Ja, und der erste Auftakt sozusagen in die Saison, Sommersaison. Und wir haben Glück heute, wir haben super Wetter und macht richtig Spaß. Aber nicht nur bekannte Gesichter aus dem Trainerstab freuen sich auf Höchstleistungen, sondern auch der Vorsitzende der LG Nord, Klaus Brill. Das Ansporteln hat in unserer 70-jährigen Vereinsgeschichte eine große Tradition. Ich kann mich erinnern, als ich 10 Jahre war, dass ich beim Ansporteln schon mitgemacht habe. Das heißt, das war vor 55 Jahren. Das zeigt, welche Bedeutung das Sportfest für uns hat, insbesondere für die Jahrgänge der Jungen, U8, U12, U10. Die freuen sich, wenn sie den Wettkampf frühmöglichst haben und in die Saison starten können. Ich glaube, für jeden, der mal Wettkampfsport gemacht hat, ist der erste Wettkampf in einem Jahr immer was ganz Besonderes. Man weiß nicht, wo man steht, man hat viel trainiert und hofft natürlich mit guten Leistungen in die Saison zu gehen. Ich habe viele lachende Kindergesichter gesehen, auch bei den Älteren herrschte Zufriedenheit, dass ich glaube, insgesamt war für alle der Auftakt vielversprechend. Zum Abschluss dieses aufregenden Tages noch die Siegerehrung und dann freuen wir uns schon auf die nächste Veranstaltung der LG Nord Berlin.